So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur fünften Ausgabe von Achtung Literatur. Seara, stimate doamne, stimați domni, la cea de-a cincea ediție din seria Atenție Literatură. Ja, eigentlich hatten wir gehofft und gedacht, dass wir so langsam zum Live-Modus wieder übergehen in der zweiten Hälfte des Jahres, aber wie Sie sehen, sind wir hier wieder online. Am sperat și am gândit că în a doua parte a anului vom trece din nou la întâlnirile live, întâlnirile fizice ale acestei serii, însă, din păcate, suntem în continuare online. Aber wir freuen uns, dass Sie bei uns sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder Internautinnen oder wie man das heute nennen muss. Dar ne bucurăm că sunteți alături de noi, stimate, dragi spectatoare, dragi spectatori sau internauți, cum se numesc azi cei care ne urmăresc. Zu unserer Reihe Achtung Literatur, die zwischen Deutschland und Rumänien ein bisschen literarische Vermittlungsarbeit zu leisten versucht. În cadrul acestei serii, Atenție Literatură, care încearcă să construiască o punte, să facă o mediere între culturile Germaniei și a României. Mit uns zusammen machen das auf der institutionellen Seite das Goethe-Institut, natürlich unser wichtigster Partner und Finanzier. Împreună cu noi, alături de noi, instituțional vorbind, este, desigur, Institutul Goethe, care și ca finanțator este alături de noi. Und unsere engen Partner, mit denen wir auch diese Veranstaltung immer durchführen, das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas in München, IKGS. De asemenea, institutul care este un partener de nădejde al nostru, foarte apropiat, Institutul pentru Studiul Sud-Estul Europei de Sud-Est, de la München. Die Humboldt-Universität in Berlin Universitatea Humboldt de la Berlin. und das Büchercafé Erasmus in Hermannstadt, wo man deutsche Bücher in Rumänien kaufen oder auch bestellen kann. Și, desigur, cafeneaua, librărie Erasmus din Sibiu, unde se poate nu doar să bei o cafea, un ceai, ci să cumperi și să comanzi cărți din Germania. Und natürlich unser Partner in Iași, unser Hauptpartner in Iași, Monica Salvan vom Literaturmuseum, dem rumänischen Literaturmuseum, unser Partner in Iași. Und Monica ist auch die, die dieses Format angeregt und, wenn man so will, erfunden hat. Salut aici și pe partenera noastră din Iași, partenera noastră cu care lucrăm în strânsă colaborare, Monica Salvan, reprezentanta Muzeului Literaturii Române, care a și stimulat nașterea acestei serii de evenimente și care este un partener de nădejde alături de noi. Aber bevor ich ihr das Wort kurz erteile, noch ganz kurz Anna Maria Palimario, die unsere Übersetzerin, ohne die das gar nicht ginge, jedenfalls nicht für uns das Publikum, das wir im Auge haben, nämlich unsere rumänischen Literaturfreunde. Și subsemnata care încearcă să asigure traducerea în limba română. Mulțumesc, Alex. Und ganz am Schluss natürlich unser Stargast, der eigentlich in Jasch hätte sein sollen im Oktober, aber aus den bekannten Gründen, aus denen wir eben immer noch nicht rauskommen, aus der sozialen Distanzierung und allen möglichen Distanzierungen, müssen wir jetzt doch wieder auf die Distanz unseren Gast begrüßen. Hallo, lieber Ingo Schulze, Schriftsteller aus Deutschland, geehrt mit vielen Preisen. Und sehr erfolgreich, auch wie wir jetzt wissen, in Rumänien. Denn ein Buch, das heute vorgestellt wird und über das wir heute sprechen, ist eigentlich relativ frisch ins Rumänische übersetzt worden. Am onoarea să-l salut cu mare drag și cu mare bucurie pe starul, scriitorul oaspete al serii noastre, scriitorul Ingo Schulze din Germania,
un scriitor foarte onorat, cu multe premii, distins cu multe premii în Germania și nu numai. De multă vreme încercăm să vină, să-l aducem la Iași, însă acest context pandemic a făcut imposibilă până acum această a zădărnicit toate eforturile noastre. Însă ceea ce este un mare prilej de bucurie pentru noi, o importantă carte a sa apărută recent, a fost tradusă și în românește și a apărut în limba română în traducerea lui Victor Scoradeț. Aber bevor wir ihn jetzt mit Fragen löchern und dann auch etwas von ihm hören, vorgetragen aus seinem Buch, da geht das Wort an Monica vom Literaturmuseum in Iași. Bitte, liebe Monica. Dar înainte să încep să-i adresez întrebări directe, voi da puțin cuvântul și partenerei noastre, Monica Salvan. Te rog, Monica. Bună seara, guten Abend. O să încerc să vorbesc și în germană. Ich versuche auf Deutsch zu sprechen. Ne bucurăm foarte mult că putem să continuăm această serie de întâlniri, Actum Literatur. Also wir freuen uns, dass diese Reihe von literarischen Treffen fortsetzen können. Und wir danken an unseren Partner, das Deutsche Kulturzentrum in Iași. Îi mulțumim partenerului din Iași, Centrul Cultural German, și mai ales Mădălina Spinaru, pe care nu o vedem, dar care este foarte activă. Mădălina Spinaru, unsere Mitarbeiterin, ist nicht sichtbar jetzt, aber sie ist sehr aktiv. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass wir hatten das Übersetzung und Literaturfestival Filit Iași im Oktober organisiert. Vreau să menționez faptul că am organizat în octombrie Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Filit. Ingo Schulze sollte dort anwesend sein, tatsächlich, aber er konnte nicht kommen. Ingo Schulze n-a putut să vină din cauza pandemiei. Es war die 9. Ausgabe des Festivals mit fast 100 Veranstaltungen und mehr als 4000 Teilnehmer, aber auch fast 10.000 Zuschauer, Online-Zuschauer. Deci această a noua ediție a festivalului a avut peste 4.000 de participanți cu prezență și cam 10.000 de vizualizări online. A fost o ediție hibridă. Jetzt ein bisschen über Ingo Schulze. Der hat schon 5 Bücher auf Rumänisch veröffentlicht. Ingo Schulze are deja 5 cărți traduse și publicate în România. Und ich werde die Titel erwähnen, voi menționa titlurile. Das erste Buch war 33 de clipe de fericire, la editura Paralela 45, prima carte, tradusă de Mircea Dragoman. A doua carte, la editura Minerva, Celularul, tradusă de Alex Shahigian și Irina Nisipeanu. Cea de-a treia carte, Simple Stories, un roman din provincia est-germană, în 2010, tot la editura Minerva, tradusă de Victor Chiriță. Și cred că în 2010, Adam și Evelin, la editura AL, în traducerea lui Radu Mihai Alexe. Și într-adevăr, în seara aceasta vom vorbi despre cea mai recentă carte apărută în limba română, Peter Holtz, Viața lui fericită, povestită de el însuși, apărută la Europress și tradusă de Victor Scoradeț. Also ich glaube, das braucht keine Übersetzung auf Deutsch. Ja, ich habe die Titel und die Übersetzer erwähnt. Vielen Dank und viel Spaß, hoffentlich. Ja, danke, Monika. Ja, dieses Buch, Ingo Schulze, hat mich doch also sehr überrascht. Ich hatte das Privileg, es von Ihnen vorgelesen zu bekommen. Ich habe nämlich das Audiobook vom Autor selbst eingelesen, mir besorgt und angehört. Und muss sagen, einen solchen Held in der Literaturgeschichte habe ich noch nicht gesehen. Also eine sehr seltsame, aber überaus interessante Persönlichkeit, die wir auch gleich kennenlernen werden, den Peter Holtz. Meine Frage, bevor wir dem Publikum die Möglichkeit geben, diese Persönlichkeit kennenzulernen durch Ihre Lesung, hätte ich eine kleine Frage an Sie. Aber erst muss Anka mal zwei Sätze übersetzen.
Această carte, trebuie să mărturisesc, m-a surprins. Nu doar că am avut privilegiu, că mi-am procurat versiunea audio, audiobook-ul și am putut să aud cartea chiar cu vocea autorului, dar trebuie să spun că m-a surprins și dintr-un alt punct de vedere, în sensul că un asemenea erou în toată istoria literaturii eu nu am mai întâlnit. Adică este o personalitate ciudată și totodată interesantă, personajul principal, acest Holtz din romanul respectiv, și am o mică întrebare. Ja, das ist die typische Frage, wahrscheinlich typisch, aber ich denke mir, das ist die typische Frage eines Wessis, also eines Westdeutschen, der ich nun mal bin, ist. Cred că e o întrebare tipică a unui om care provine din Germania de vest, poreclit, știu, la voi în est, Vesi. Nämlich die Frage, ob es solche Menschen, jung oder mittelalt, gegeben hat, die wie Peter Holtz wirklich dran geglaubt haben und dass jeden Satz und jede Idee der kommunistischen, nicht nur Propaganda, sondern dieses Weltbildes einer schönen neuen Welt wirklich geglaubt und ernst genommen haben, also wirklich auch wörtlich genommen haben, wie Peter Holtz, oder ist das schon ein ironischer Twist, dass er das wirklich alles so buchstäblich ernst nimmt? Der Peter Holtz. Wir werden ihn gleich sehr ernst kennenlernen, den Peter Holtz, wie er tatsächlich den Kommunismus in reelles kindliches Verhalten umsetzt. Întrebarea mea este referitoare la faptul dacă chiar au existat asemenea oameni în fosta DDR care chiar au crezut că fiecare idee, fiecare propoziție din credințele, din convingerile comuniste chiar pot fi reale, pot fi adevărate, pot fi valabile, sau este mai degrabă vorba de o întoarcere ironică, o folosire ironică a acestor credințe pe care el le îmbrățișează și le expune. Sigur, noi îl vom cunoaște acum foarte îndeaproape pe acest personaj, dar mie mi-a rămas acest semn de întrebare. Dacă oare chiar au existat astfel de oameni care au crezut cu adevărat în valorile respective sau este o distanțare ironică pe care trebuie să o luăm față de credințele sale? Guten Abend nach Jasch und in die Welt. Und ich freue mich sehr, dass zumindest das möglich ist, da ich ja nun leider nicht in Jasch sein konnte. Vielen Dank dafür. Mulțumesc. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend nach Jasch. Rumänisch, Anka. Bună seara, bună seara și bine v-am găsit, bine v-am găsit în această seară și la Iași. Vă salut și în toată lumea. Mă bucur nespus că am prilejul în sfârșit să avem această întâlnire. So einen Menschen wie Peter Holtz hat es wahrscheinlich in dieser Form nicht gegeben, aber ich denke schon, dass bestimmte Anteile davon in fast jedem Menschen sind, weil Peter eigentlich jemand ist, für den die eigene Glücksvorstellung damit zusammenhängt, dass alle glücklich werden sollen. Sigur, un asemenea om ca Peter Holtz, nu cred că există în realitate, în sensul că nu în integralitatea lui, dar probabil părți din această personalitate sunt disponibile în absolut toate ființele, pentru că, de fapt, dorința aceasta a lui de a întâlni fericirea prin faptul că ceilalți sunt fericiți este ceva profund uman. Es ist ja ein Picaro-Roman, ein Schelmen-Roman, und da geht es ja nicht um zu sagen, um Realismus oder um Psychologie, sondern das funktioniert nach eigenen Gesetzen. Und der Peter ist natürlich auch ein Versuch, nichts für selbstverständlich zu nehmen. Er ist so weit weg, er kommt fast vom Mond, er kommt aus einem Kinderheim und sieht die Welt anders als alle um ihn herum.
Sigur, vorbim despre un roman picaresc și aici, practic, nu este despre realism sau despre psihologie, are propriile sale legi, legile sale proprii, propria sa dinamică. Am putea să spunem că acest personaj, Peter Holtz, este mai degrabă o încercare a mea, o schiță a mea, să nu ia nimic din ceea ce îi se întâmplă ca pe ceva care vine de la sine, fără efort. Cumva, aceasta este ideea de bază. El vine dintr-un cămin, dintr-un orfelinat și atunci pentru el toate lucrurile sunt obținute cu efort. Și, practic, aceasta rămâne, să spunem, principala lui caracteristică, să aprecieze lucrurile pe care le primește, să nu ia nimic ca pe un dat picat din cer. Also er steht in einer Traditionslinie, die kann man auf jeden Fall Cervantes oder auch natürlich Rabelais oder Voltaire mit Candide. Für mich war Der Idiot von Dostojewski sehr wichtig, aber auch im deutschen Grimmelshausen, Simplicius, Simplicissimus oder auch Günter Grass, der hat ja auch sehr viel pikareske Romane geschrieben, Oskar Mazarat aus der Blechtrommel. Also es ist diese Tradition, in die ich mich versuche, mit dem Peter Holtz einzureihen. Sigur, este o tradiție pe care eu doar încerc să o respect și încerc să mă înscriu în ea, pentru că ea vine încă de la Cervantes, de la Rabelais, Idiotul lui Dostoevski, Simplicius Simplicissimus, al lui Grimmelshausen, Günter Grass cu romanul picaresc Toba de Tinichea, personajul Oscar Mazerat. Deci este o galerie considerabilă în care încerc, desigur, să intru și eu. Also ich will mich nicht mit den Autoren vergleichen, aber das waren alles Anregungen. Sigur, nu vreau să mă compar cu acești autori, dar ei mi-au servit drept modele. Ja, einmal auf die Welt losgelassen, wie Sie ihn dann jetzt so konzipiert haben, bringt der Peter Holtz die Welt ja ganz schön durcheinander, muss man sagen. Putem spune că acest Peter Holtz întoarce lumea cu fundul în sus prin acțiunea lui în lume, prin felul cum se raportează el la lume. Eben gerade weil er mit dieser Vertikalität und dieser Überzeugung, dieser Weltsicht auf seine Umwelt eben ganz interessant reagiert, oder seine Umwelt dann auf ihn völlig anders reagiert, so dass es zu sehr komischen Verstrickungen kommt und die erste werden wir jetzt mal gleich hören, die gerade vom Anfang des Romans ist. Tocmai caracteristica aceasta a lui de a fi foarte vertical în raportarea lui la lumea înconjurătoare și convingerile pe care le are declanșează de multe ori o anumită reacție a lumii înconjurătoare care pare comică, are efect comic. E adesea acest comic de situație și chiar mă bucur foarte mult că vom avea șansa să și cunoaștem îndeaproape comicul acesta prin pasajele pe care le-ați ales să ne le citiți. Deswegen fangen wir gleich an mit dem ersten Kapitel, wo Peter Holtz uns als junger 12-Jähriger vorgestellt wird, fast 12-Jähriger, der seinen Heimleiter aus dem Kinderheim sucht, der pensioniert wurde. Später erfahren wir die wahren Zusammenhänge. Und der ihn so geprägt hat und ohne den er nicht sein kann, den möchte er aufsuchen. Und als 12-Jähriger kann man in der Welt einiges erleben und was er da erlebt, hören wir gleich. Chiar în capitolul 1 vom face cunoștință cu personajul acesta remarcabil, Peter Holtz, un băiat de 12 ani, care își caută pe cel care era tutorele lui în cămin, din căminul vrea să-l caute, să-l găsească, pentru că rămâne o persoană care i-a marcat existența. Și, practic, cu această căutare se deschide romanul. Der Roman ist in 10 Bücher eingeteilt und er hat ein Motto. Das Motto stammt von Peter Esterhazy aus seinem Buch Die Markus-Version und es lautet: Nützlich ist, was für jemanden gut ist oder für alle. Cartea este împărțită în 10 capitole principale sau 10 cărți și are ca motto o propoziție de la Peter Esterhazy din romanul
lui Peter Esterházy, versiunea lui Marcu. Și propoziția de la Esterházy sună așa: folositor este ceea ce este bun pentru cineva sau pentru toți? Erstes Kapitel, in dem Peter ohne einen Pfennig in der Tasche eine Gaststätte aufsucht und erklärt, warum er das für richtig hält. Überlegungen zum Stellenwert des Geldes im Sozialismus. An diesem Sonnabend im Juli 1974, 8 Tage vor meinem 12. Geburtstag, weiß ich noch nichts von meinem Glück. Ich sitze auf der Terrasse eines Ausflugslokals nahe Waldau und warte darauf, dass jemand die Kellnerin von der Richtigkeit meiner Argumente überzeugt oder meine Rechnung in Höhe von 4 Mark und 50 Pfennigen begleicht. Mehrmals habe ich ja schon erklärt, über kein Geld zu verfügen, weder in meinen Hosentaschen noch dort, wo ich zu Hause bin, im Kinderheim Käthe Kollwitz in Gradow an der Elbe. Geld ist doch nicht wichtig, sage ich und füge gleich darauf hinzu. Solange ich ein Kind bin, muss unsere Gesellschaft für mich sorgen, egal ob im Kinderheim oder auf einer Reise an die Ostsee. Wiederholt biete ich der Kellnerin an, die von mir verzehrte Portion Eisbein mit Kartoffeln, Sauerkraut und Senf sowie das Glas Fassbrause abzuarbeiten. Sie brauche mir nur eine Aufgabe zuzuweisen. Ich wolle sie aber nicht wegen Kinderarbeit in Schwierigkeiten bringen. Naheliegend sei es hingegen, mir die Verköstigung nicht zu berechnen. Warum soll mir unsere Gesellschaft das Geld erst aushändigen, frage ich, wenn dieses Geld doch über kurz oder lang sowieso wieder bei ihr landet. Wo landet das Geld? Ruft die Kellnerin, deren Stimme mit jedem Wort an Höhe gewinnt. Bei der Gesellschaft, antworte ich. Bei dir piept's ja. Die Kellnerin tippt sich mehrmals mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe. Hasst sie ja nicht mehr alle. Sie ergreift ihren dicken schwarzen Zopf, der schräg über ihrem Dekolleté liegt, und schleudert ihn über die Schulter zurück. Im Weggehen schwingt der Zopf zwischen Schulterblatt und Schulterblatt hin und her und beruhigt sich erst, als sie sich anschickt, die 3 Stufen zur Eingangstür des Lokals hinaufzusteigen. Ich versuche, wie immer in kniffligen Situationen, kühlen Kopf zu bewahren und meine Enttäuschung darüber, wie uneinsichtig selbst Erwachsene heute noch sein können, niederzukämpfen. Was würde Paul Löschau jetzt tun? Ich sehe in den Himmel. Die Wolkenbeobachtung, hat er gesagt, sei die beste Art der Erholung, wenn einem die Kraft zum Studieren fehle. In der Gestalt der Wolken haben wir immer etwas entdeckt. Gewaltige Igel, Krebse, Hasen und Bären zogen über uns hinweg. Es hat aber auch Tage gegeben, an denen wir die Vorkämpfer unserer Sache erblickt haben. Ernst Thälmann oder Rosa Luxemburg, einmal sogar Lenin mit vorgerecktem Kinn. Doch heute will sich keine einzige Wolke verwandeln. Soll ich einfach wegrennen? Aber damit stellte ich meine eigenen Belange über die der Gesellschaft. Am Ende hält die Kellnerin ihren Egoismus noch für Wachsamkeit. Der Andrang der Gäste ist inzwischen so groß geworden, dass es etliche Wartende gibt, die durch einen Kellner von der Eingangstür vertrieben und zu einer Reihe geordnet werden. Ich will einen letzten Versuch unternehmen, die Kellnerin zu überzeugen. Hinten beginnt die Reihe, ruft ein Mann. Fast stolperig, so grob, packt er mich am Ellbogen und zerrt mich zurück. Ganz hinten, ergänzt die Frau neben ihm. Ich muss meine Kellnerin sprechen, sage ich. Ich habe bereits gegessen und getrunken, aber die Kellnerin besteht darauf, dass ich bezahle. Ich sehe von einem zum anderen, aber niemand erwidert meinen Blick. Als ich schließlich darzulegen beginne, wie unsinnig die Verwendung von Geld im Sozialismus ist, sieht mich die Frau mit verkniffenen Augen an und deutet mit dem Daumen über die Schulter. Ganz hinten, wiederholt sie. Dass sich die Kellnerin nicht zeigt, weiß ich mir nicht anders zu helfen und stelle mich dem Kellner in den Weg. Keine Augen im Kopf! Er schiebt mich beiseite und eilt in seine schwarzen Lackschuhen davon. So kriegst du hier nie einen Platz, sagt leise ein älterer Mann, dessen beigefarbene Hose von einem dünnen weißen Gürtel auf Nabelhöhe gehalten wird. Mir geht es nicht um einen Platz, sage ich, wende mich aber wieder ab, weil der Kellner zurückkehrt, das leere Tablett unterm Arm. Neben ihm herlaufend erneuere ich meine Bitte. Der Junge hat ein Anliegen, sagt der freundliche Mann mit der beigefarbenen Hose überm Bauch und tritt aus der Reihe. Es ist ihre Pflicht, ihm zu antworten. Als der Kellner erneut auftaucht, drückt er mir ein Buch vor die Brust und zieht einen Kuli hervor.
Wiedersehen macht Freude, aber persönlich, Capito. Statt mich anzusehen, blickt er den freundlichen Mann an, der wieder in die Reihe der Wappenden zurückgekehrt ist. Jetzt musst du auch so mutig sein und schreiben, sagt der freundliche Mann. Die dem lederartigen Einband aufgeprägten Goldbuchstaben füge ich zu dem Wort Gästebuch zusammen. Da kein Stuhl frei ist, setze ich mich auf das rot-weiße Geländer an der Straße, den Campingbeutel zu meinen Füßen. Vorsichtig öffne ich das Gästebuch. Die ersten Seiten sind herausgerissen, die Reste sehen aus wie angebissene Schnitten. Deshalb beginnt das Gästebuch mit Fotos von Hochzeitsgesellschaften, zwei sogar in Farbe. Es folgt eine Eintragung, der Text ist nicht lang. Ich versuche Silben zu bilden und diese dann zusammenzuziehen. Meine Lese- und Schreibschwäche, das steht auch diesmal in meiner Beurteilung, ist ausgeprägt. Benotet wird vor allem mein mündlicher Ausdruck. Mehr schließt sich nicht jeder Satz. Als ich wieder von vorn beginne, wird mir allmählich klar, dass das Geschriebene von der Damentoilette handelt. Das erleichtert mir das Verständnis. Kein Klo sei benutzbar gewesen. Die Bestandsaufnahme der konkreten Situation lese ich mit wachsender Empörung. Die Schlussfolgerung lautet: Nicht mal ihr kleines Geschäft habe sie gewagt, dort zu verrichten. Die Unterzeichnende, Dagmar Freudenthal, fordert eine Stellungnahme des Kollektivs der HO-Gaststätte. Darunter steht eine Adresse. Mich beeindrucken die Sachlichkeit und der Detailreichtum ihrer Eintragung. So würde auch ich gern meine Gedanken ausdrücken. Doch da ich das Schreiben der Losungen zum 1. Mai ausdauernd geübt habe, kann ich es jetzt selbstständig anwenden. Hoch lebe die Befriedigung notwendiger Bedürfnisse. Eisbein und Fassbrause, davon bin ich überzeugt, waren die richtige Wahl. Nieder mit dem persönlichen Egoismus, nieder mit dem Privateigentum, lautet mein zweiter Eintrag. Das Kollektiv der Gaststätte wird meine Forderungen auf seine konkrete Situation beziehen, darüber diskutieren, sein Fehlverhalten einstellen und sich bessern. Ich bin im Begriff, meine Adresse zu schreiben, als jemand vor mir stehen bleibt. Eine junge Kellnerin überreicht mir ein randvolles Glas. Lemonlimonade, sagt sie, die geht aufs Haus. Ich will sie nach der Bedeutung ihrer Redewendung fragen, doch da sie so aufmerksam ist, das Gästebuch festzuhalten, während ich nach dem Glas greife, trinke ich die Lemonlimonade in einem Zug. Hetz dich nicht, sagt sie, und schreib nicht schlecht über uns. Wir müssen alle lernen, sage ich und gebe ihr das leere Glas zurück. Wir dürfen einfach nie aufhören zu lernen. Sie sieht zu Boden, sie denkt über das Gesagte nach, statt vorschnell zu antworten. Ich reiche ihr die Hand, da fällt mir der Kuli runter, rasch bückt sie sich. Danke, sage ich, ergreife ihre Rechte und drücke sie fest. Dann vervollständige ich die Adresse des Tete Tollwitz und unterzeichne mit Vor- und Nachnamen. Zu spät bemerke ich die fehlende Grußformel. Zwischen Adresse und Unterschrift quetsche ich mit sozialistischer Hochachtung und schlage das Gästebuch zu, froh, die ganze Angelegenheit zu einem guten Ende geführt zu haben. Schnell passiere ich die Schlange der Wartenden. Allesamt harren sie noch an derselben Stelle aus wie zuvor. Nur meinen Freund in der beigefarbenen Hose finde ich nicht. Da kann ich nicht behaupten, den anderen eine Lehre erteilt zu haben, aber auf jeden Fall habe ich meine Zeit besser genutzt als Sie. Und etwas Ähnliches geht wohl auch Ihnen gerade durch den Kopf angesichts eines heraufziehenden Gewitters. Ja, vielen Dank für diesen Start, in dem eigentlich der ganze Charakter von diesem aufrechten Peter Holz schon gezeigt wird, sein Glaube an die Werte der Gesellschaft und seine Überzeugung, dass Geld eigentlich keine Rolle spielt. Da, mulțumim foarte mult pentru acest start, pentru că deja de aici se vede acest personaj, acest caracter al personajului și mai ales convingerile, credințele lui în valorile socialismului și, de exemplu, că banii nu au nicio valoare. Ja, also Peter Holz versucht eigentlich den ganzen Roman über vor dem Geld zu fliehen, das er eigentlich gar nicht mag und mit dem er eigentlich nichts zu tun haben will und das er auch für völlig unwichtig hält. Practic, în tot romanul,
avem așa impresia, Peter Holtz încearcă să fugă de bani, ca și cum ar vrea să nu aibă nimic de a face cu ei. Nur, dass er, als er ein junger Mann ist, die Wende erleben muss, das heißt den Einbruch des Kapitalismus in seine Welt und diese Welt sich entsprechend verändert. Doar că în momentul când el ajunge la vârsta maturității și este un tânăr bărbat, are experiența aceasta a Revoluției în 89 și pur și simplu devine, totul devine pentru el altfel și este oarecum și el probabil derutat. Ja, Herr Schulze, erzählen Sie uns kurz in drei Sätzen für die Zuschauer, ohne das Ende natürlich des Romans zu verraten. Wir wollen das ja alle noch lesen, also die, die es noch nicht getan haben. Was passiert, wie kommt es dazu, dass plötzlich aus dem kommunistischen kommunistisch-christlichen Überzeugungstäter ein Widerwillen sozusagen, ein kapitalistischer Immobilienhai wird? Domnule Schulze, fără a dezvălui deznodământul acestui roman, pentru că noi vrem să încurajăm privitorii să-l și citească, vă rugăm să ne spuneți doar în maxim două, trei propoziții ce se întâmplă, cum se întâmplă că dintr-un comunist, dintr-un om cu aceste convingeri comuniste, ajungem să fim martorii unui rechin în piața imobiliară. Samsar, vielleicht ist das der. Samsar, unui samsar în piața imobiliară. In drei Sätzen werde ich das nicht schaffen, aber fünf ist okay. Cinci propoziții, nu trei. Dann müssen die sehr lang werden. Va trebui să fie cinci propoziții foarte lungi. Peter wird relativ schnell adoptiert und wächst in Ost-Berlin auf. Er merkt schnell, dass er anders reagiert als andere und ist meistens enttäuscht von seiner Umgebung, aber er ist besonders froh, als er dann von der Staatssicherheit angesprochen wird, weil er glaubt, nun endlich zur Avantgarde des Proletariats zu gehören. Allerdings ist er so stolz darauf, dass er das überall herum erzählt und sofort wieder rausfliegt. Deci wächst er in Ost-Berlin oder in West-Berlin? In Berlin-Treptow, im Osten natürlich. Osten, okay. Da, Peter este adoptat repede în Berlinul de Est. El crește acolo în Est și observă că el reacționează altfel decât era obișnuit în cămin, dar pe de altă parte este bucuros că în interacțiunea sa cu siguranța statului are parte de experiențe frumoase și mai ales se crede un fel de membru al avangardei proletariatului. Er lässt sich auch zum christlichen Glauben bekehren, weil er meint, es passt eigentlich sehr gut mit dem Kommunismus zusammen. Von da an sind alle Menschen seine Schwestern und Brüder, aber diejenigen, die die Welt verändern wollen, sind seine Genossinnen und Genossen. În același spirit, el se și convertește la credința creștină, pentru că practic toți oamenii sunt considerați de el ca frați și surori. Dar cei cu care dorește să colaboreze în continuare sunt tovarăși și tovarăși. Er wird aber nicht aufgenommen in die SED, aber er tritt dann in die östliche CDU ein. Den Namen gibt es natürlich auch im Westen, also aber den gab es auch in der DDR, eine sogenannte Blockpartei. Aber er würde am liebsten diese CDU in christlich-kommunistische Demokraten umbenennen. SED war die kommunistische Einheitspartei. Ja, ja, ja. Deci el nu este acceptat în Partidul Comunist din fosta DDR, dar în Partidul Estic Creștin-Democrat are șanse să fie acceptat. Und ihm, dem Peter Holtz, ist es zu verdanken, dass im Herbst 1989 ein Rechtsanwalt Joachim Lefebvre zum neuen Vorsitzenden der CDU wird. Und dieser
neue Vorsitzende der CDU, wie man weiß, wird im März 1990 zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Practic, lui este tributar, acestui personaj, Peter Holtz, este tributar faptul că în toamna lui 1989 Henri Lafabre devine șeful Partidului Creștin Democrat și în martie 1990 el devine chiar prim-ministru. Habe ich richtig verstanden? Ministerpräsident, ja? Ja. Peter ist Maurer und hat sich in den letzten Jahren der DDR sehr um verfallene alte Häuser gekümmert, die im Privatbesitz waren. Die Besitzer dieser Häuser, meist ältere Damen, haben sie ihm geschenkt, weil die Miete viel zu gering war, um die Häuser zu erhalten. Und Peter hat ein Haus nach dem anderen eingesammelt. Seine Stiefmutter sagt, tu dir das nicht an, du verdirbst dir dein Leben, aber er fühlt die Verantwortung, diese Häuser zu erhalten. Peter este de fapt de profesie zidar, în fosta DDR, da, în fosta Germanie socialistă. El devine proprietar al unor proprietăți pe care doamne mai în vârstă le face lui cadou, deci le primește de la aceste doamne, pentru că aceste proprietăți sunt pur și simplu prea vechi, astfel încât doamnele să mai aibă ele însele grijă de ele, și el adună aceste proprietăți una după alta. De aceea, prietenii lui își spun, nu te complica, nu aduna toate aceste case vechi, dar el își însușește și asumă această responsabilitate de a avea grijă de aceste imobile vechi. Und mit der Einführung der D-Mark und mit der Aussicht auf den Beitritt ist er plötzlich Immobilienmillionär. Odată cu introducerea mărcii germane și cu perspectiva aderării la Uniunea Europeană, el devine aproape peste noapte milionar. Er will dieses Geld nicht haben, er will diese Wohnungen jenen geben, die darin wohnen, diese Häuser und Wohnungen, bis ihm ein Immobilienmogul klar macht, es geht um Verantwortung und das Beste, was einer Gesellschaft passieren kann, ist ein verantwortungsvoller Unternehmer. El nu vrea să aibă toate aceste locuințe. El vrea doar să le dea oamenilor să locuiască în ele, să le ofere un adăpost, până când întâlnește, se întâmplă că interacționează cu un samsar sau un mogul în imobiliare și acesta reușește să-i modifice convingerea, să-l influențeze în direcția adoptării unei convingeri, cum că este vorba de o responsabilitate, că odată ce devin proprietățile tale, tu ești mult mai responsabil și le poți într-adevăr gestiona altfel. Von nun an versucht er, ein verantwortungsvoller Unternehmer zu sein, merkt aber, dass er immer mehr Geld verdient, dass sich die Welt aber dadurch nicht zum Besseren verändert. În acest moment el devine un antreprenor foarte responsabil, care ia asupra sa multă responsabilitate, însă ceea ce observă este că deși începe să acumuleze bani, asta nu are un impact pozitiv asupra lumii din jurul lui. Er lässt die Häuser sanieren, aber plötzlich wohnen ganz andere Leute darin. Chiar dacă renovează respectivele case, observă că mereu vin alți oameni și locuiesc acolo. Er schenkt seinen Freunden Geld, aber das tut der Freundschaft nicht gut. Le dăruiește prietenilor săi bani, dar asta nu stimulează prietenia într-o direcție pe care și-o dorește. Er versucht einer Prostituierten zu helfen, gibt ihr Geld und gründet damit aus Versehen ein Bordell. De asemenea, îi dă unei prietene prostituate bani și înainte să-și dea seama, întemeiază un bordel. Er hat dann auch eine Freundin, aber die hat nur eine Mietwohnung, hat überhaupt kein Geld und sagt, du mit deinen 60 Millionen und ich habe nichts, das kann nicht gut gehen. Also bei ihm steht immer das Geld zwischen ihm und der Welt.
Are și o prietenă, personajul nostru, Holz, care stă în chirie și cumva între ei doi, în relația lor, suma foarte mare pe care el o gestionează de 60 de milioane de mărci, stă între ei. Adică percepția lui este că acești bani îi, mai degrabă îi despart decât îi ajută, pentru că ea îi și spune, eu nu am nimic, iar tu ai toți acești bani, nu știu cum ar putea să funcționeze. Und er versucht, einen Ausweg zu finden und am Ende des Buches findet er auch einen Ausweg, wie er die Welt besser machen kann. Și practic toată călătoria lui este că încearcă să găsească o cale de ieșire și până la sfârșitul romanului reușește să găsească o cale de ieșire, cum să facă o lume mai bună. Das waren, glaube ich, jetzt 33 Sätze. Au fost 33 de propoziții acum. Ja, aber wir haben ein bisschen einen Überblick gewonnen und Sie haben Gott sei Dank nicht verraten, welches seine Lösung ist. Eine Sache, die wir doch dem Leser nicht, noch nicht verraten wollen. Dar am primit cu siguranță o perspectivă, o privire de ansamblu asupra întregului roman și de asemenea mulțumesc, nu ați dezvăluit deznodământul și soluția la care ajunge. Aber gerade diese Haltung, die Peter Holz durchgängig hat, kreiert in den Konstellationen, die der Autor Ingo Schulze, in denen er den Peter Holz stellt, kreiert wirklich sehr komische Momente. Das kann ich als Leser jetzt mal sozusagen werbend hinzufügen. Es gibt sehr amüsante, komische Momente, wo eben verschiedene Welten, verschiedene Weltbilder aufeinander krachen. Wir werden gleich nochmal den Zusammenprall zwischen einem Penner oder einem Clochard, einem Omul Străzii, wie man auf Rumänisch sagt, einem Mensch der Straße. Und sehen, zwei und einem westlichen und Peter Holz. Also wir werden gleich das hören, wie ein Clochard mit dem Peter Holz zusammenprallt. Das ist auch sehr komisch. Aber bevor wir zu diesem komischen, wenn aus der Wendezeit, dieser komischen Szene kommen, möchte ich den Autor noch eine Wissensfrage stellen, ob er sich an alles in seinem Buch erinnert. Toată această atitudine a personajului, adică felul cum a fost creată constelația de către autorul Peter Holz, vreau să adaug că și eu ca cititor am trăit să percep această atitudine a personajului, că se creează foarte multe momente comice, pentru că pur și simplu reprezentările despre lume care ajung să interacționeze sunt atât de diferite. De exemplu, avem comunitari sau oameni ai străzii sau prototipul unui cloșar și ele pur și simplu ajung să interacționeze aceste imagini și înainte să ajungem să citim acum al doilea pasaj reprezentativ din carte pe care ne l-ați propus, aș vrea să vă pun o întrebare să verific dacă mai știți romanul. Was in welcher Form kommt Rumänien in dem Buch vor? Beim Peter Holz. În ce formă apare România în carte la Peter Holz? Muss erst mal nachdenken. Das war eine gemeine Fangfrage, aber ich gebe Ihnen eine halbe Minute. Also ich könnte es Ihnen sagen, wie es in meinem jüngsten Roman vorkommt. Da spielt es eine große Rolle am Anfang. Geben Sie mir einen Tipp, in welchem Buch ist das? In welchem? Das ist noch relativ am Anfang, aber es hängt mit der rumänischen Kultur zusammen mehr, nicht jetzt Rumänien als Land, sondern mit einem wichtigen Produkt der rumänischen Kultur. Sigur, eu mă refer la România și într-o carte de-a mea mai recentă și aș putea să vă zic și de acolo, dar dacă e să rămânem la acest roman, dați-mi, vă rog, măcar un indiciu ca să știu cam pe unde, cam prin ce capitol
Da, vă zic, e cumva mai la începutul cărții, este și nu e neapărat la România ca țară, ca loc geografic, ci ca mai degrabă referitor la cultura română, la ceva ce ține de cultura română. Produs, un produs cultural. Das könnten denn Winnete sein? Nein, es ist der gute Weißwein aus dem Ach, nur verknallt. Hier vorbei der Vino Alt. Hier Vino Alt. Rot oder rot, ich bin jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall Murfatlar, den. Murfatlar, ja, das ist Weißwein, natürlich. Nein, das ist sicher, und Vino Alt, sicher. Das war der süße Weißwein, ja, ja. Da, sigur, vinul alb dulce, da. Da betrinkt sich der Peter zum ersten Mal oder bekommt zum ersten Mal Wein. Und das ist mir natürlich aufgefallen, weil wenn irgendwas mit Rumänien ist oder aus Rumänien, dann macht es Klick. Für unsere Zuschauer und die das nicht so wissen, die jünger sind, in Ostdeutschland gab es also im Rahmen des wirtschaftlichen Austauschs ein Produkt, das auch sehr beliebt war eben der rumänische Wein. Pentru spectatorii, privitorii noștri mai tineri, dar în caz că nu știți, sigur aș vrea să adaug aici că acest murfatlar despre care e vorba la Ingoșulțe se bazează și pe un fapt istoric. Deci în Germania de Est, în perioada dinaintea căderii zidului Berlinului, exista în cadrul acesta al schimburilor economice, exista vinul murfatlar în Germania. Nicht nur, auch Kotnari war auch, Kotnari. Weiß ich von jemand anders aus der ehemaligen DDR, der mir das mal... Mai știu de la altcineva, din fosta DDR și despre Kotnari. Also ich will mich nicht bei in Rumänien hier einschleimen, aber ich muss... Nu vreau să mă dau bine pe lângă români. Dass es schade ist, dass es in Deutschland viel zu wenig rumänischen Wein gibt. Denn ich war ja im September eine Woche in Rumänien und wir haben sehr gern den rumänischen Wein getrunken. Dar trebuie să spun cu ocazia asta că tot m-ați provocat că mi se pare foarte păcat că nu există o mai mare prezență a vinurilor românești în Germania, pentru că eu cunosc că am avut chiar și recent ocazia, am fost o săptămână în septembrie în România și de fiecare dată de câte ori am ocazia beau cu mare plăcere, cu mare drag vin românesc. Ja, wenn ich mich recht entsinne an das, was mir mein Bukarester Kollege Joachim Umlauf schon erzählt hat, sind sie ja auch schon früher in Rumänien gewesen. Also nicht nur, also und zwar, wenn ich das richtig erinnere und richtig gehört habe, zu DDR-Zeiten, also zu Eisernen Vorhangszeiten, waren sie in Rumänien wohl im Urlaub. Habe ich das richtig verstanden? Können Sie uns da zwei Sätze dazu sagen, wie Rumänien auf Sie damals gewirkt hat? Dacă mi-amintesc bine, sper să nu greșesc, dacă greșesc, vă rog să mă corectați, știu de la colegul meu Joachim Unlauf că dumneavoastră ați fost în România și mai de mult, nu doar acum, anul acesta, în septembrie, și anume chiar pe vremea fostei RDG. Vă rog să ne spuneți și despre asta două, trei propoziții. Die Mutter meiner Mutter, also meine Großmutter, stammt aus Siebenbürgen. Und mein Großvater ist 1923 aus Deutschland ausgewandert, weil er nichts zu essen hatte und keine Arbeit und im Winter gefroren hat und ist nach Bukarest. Und von da an wurde sein Leben schön. Wer ist nach Bukarest ausgewandert? Mein Großvater. Mein Großvater. Mama mamei este din Transilvania, iar în 1923, bunicul a emigrat din Germania și anume a plecat la București. Nu avea ce mânca în Germania și în București a fost bine. Und ich bin schon als Kind mit 4 Jahren, mit 8 Jahren und dann eigentlich oft waren wir in Bukarest und waren auch in den Karpaten und am Schwarzen Meer. Und in Bukarest wohnten sie sehr beengt, aber in einer wunderschönen Gegend, in der Pankratistraße gegenüber dem Televisionsgebäude. Und für mich war als Jugendlicher natürlich Rumänien eine andere Welt. Man durfte lange aufbleiben, man ging abends aus und sagen wir mal so bis Ende der 70er Jahre war es ganz schön,
dann sind wir mit vollen Koffern hin und mit vollen Koffern zurück. Und seit Anfang der 80er Jahre konnte man das den Verwandten nicht mehr zumuten, dass man kam. Da, pe vremea când eram copil, chiar la vârste destul de crude, la 4 ani, la 8 ani, veneam în București, veneam în România, mergeam și în Carpați și la Marea Neagră, locuiam undeva pe strada Pangrati și sigur, pentru mine era absolut fascinant, pentru că era pur și simplu o altă lume decât aceea de acasă, adică puteam să stau târziu, puteam să ieșim în oraș și lucrul ăsta s-a întâmplat în multă vreme, chiar toată perioada anilor 70, însă mergeam tot timpul cu valizele pline înainte-înapoi, însă de la începutul anilor 80 acest lucru nu se mai prea recomanda și nu mai puteam recomanda nici noi la rândul nostru. Aber das, worüber ich am meisten gestaunt habe, war das Deutschlehrbuch meiner Großcousine. Das hatte der Deutschunterricht hatte bei ihr ein Niveau, wie das bei uns praktisch nicht an der Universität war. Și o amintire care mi-amintesc că m-a marcat, o impresie puternică atunci când eram copil, era cartea ei de germană, cartea verișoarei mele de-a doua de germană pe care o avea la școală, era de un nivel atât de ridicat cum nu era, de exemplu, la noi aproape nici măcar probabil la universitate. Also da wurden Autoren besprochen, die in der DDR überhaupt nicht vorkamen. Erau discutați acolo în acea carte autori care la noi nu aveai cum să auzi la școală în DDR, în fosta RDG. Und Bukarest hatte das erste Goethe-Institut im Ostblock und ich war also dadurch auch das erste Mal in meinem Leben im Goethe-Institut. Das war sehr eindrucksvoll. Și București a avut primul institut Goethe din fostul bloc estic și pentru mine a fost primul institut Goethe pe care l-am vizitat în toată viața mea și am rămas cu o impresie foarte puternică în urma acestei vizite. Ja, ich sehe, Sie haben doch auch enge Verbindungen zu Rumänien, die wir dann noch ausnutzen werden in der Zukunft, wenn Sie dann wirklich nach Iași kommen. Văd că aveți legături strânse cu România, deci înseamnă că trebuie neapărat să exploatăm aceste legături și în viitor și când veți reveni la Iași. Wie sieht's mit der Sprache aus? Cum este cu limba? Nu știu românește. Ah, ich kann lo poftiți la mas, la revedere, la dracu. Hervorragend, das ist ausgezeichnet. Das sind, ich glaube, mit dem Wortschatz kann man gut ein paar Wochen hier überleben. Acest vocabular se poate supraviețui bine câteva săptămâni. Ja, aber jetzt hören wir uns den Peter in der Wendezeit nochmal an, wie er sich da immer noch sehr überzeugt von der Schlechtigkeit des Kapitalismus und der Überlegenheit des Sozialismus. Wie er sich mit einem westdeutschen Klochar, einem westdeutschen Penner unterhält, der eine ganz andere Beziehung zum Geld hat als Peter Holz. Vom auzi acum și pe Peter Holz dintr-o perioadă mai târzie a vieții sale, în perioada de după Revoluția din 89 și îl vom vedea în interacțiunea cu un comunitar din vest, Clochard. Ich lese dieses Kapitel nicht ganz, sondern nur die zweite Hälfte. Wir befinden uns ungefähr um den 20. November herum. Die Mauer ist die Grenze ist am 9. geöffnet worden und Peter macht eine Exkursion, wie er es nennt, nach West-Berlin mit Rucksack und Verpflegung, um sich den Kapitalismus mal anzuschauen. Voi citi a doua jumătate a capitolului al 16-lea. Aici acțiunea se petrece pe 20 noiembrie. După cum știți, pe 9 noiembrie s-a deschis granița dintre Est și Vest și personajul nostru, Peter Holz, decide în acest 20 noiembrie să facă o excursie în Berlinul de Vest.
Als ich auf dem breiten Mittelstreifen zwischen zweispurigen Fahrbahnen einige Sitzbänke sehe, entschließe ich mich zu einer Rast. Die Pause habe ich mir verdient. Neben einem älteren Mann, der ein Rollwägelchen voller Altstoffe bei sich hat, ist noch Platz. Den Rucksack auf den Knien beginne ich mit Appetit zu essen. Da mich mein Nachbar aus den Augenwinkeln beobachtet, ohne auf mein mehrmaliges Nicken zu reagieren, halte ich ihm die Brotkapsel hin. Bitte, sage ich. Er zögert. Auch ich würde nicht gleich etwas von Fremden annehmen. Doch meine Beharrlichkeit wird belohnt. Langsam greift seine Hand, sie hat schwarze Fingernägel und ist überhaupt dunkel vor Dreck und noch dazu geschwollen, als wäre sie erfroren, nach der anderen halben Doppelschnitte. Mit dem Daumen hebt er die obere Brotscheibe ab und beißt in die untere, in die mit dem Bierschinken. Sein Unterkiefer bewegt sich seitlich hin und her, als rutschte er beim Zubeißen immer wieder ab. Schmeckt's? Frage ich, um nicht so stumm neben ihm zu sitzen. Er wendet sich mir zu, doch statt zu antworten, mustert er mich eingehend und ohne Scheu. Nicht nur sein Mund, seine ganze untere Gesichtshälfte zittert beim Essen. Ist etwas Verwunderliches an mir? Frage ich schließlich. Er tut, als hätte er meine Frage nicht gehört. Gerne würde ich etwas trinken, allerdings müsste ich ihm dann auch etwas anbieten, wovor ich mich angesichts des eingedickten Speichels in seinen Mundwinkeln scheue. Wo kommst du denn her? Will er dann unvermittelt wissen, während ich bereits zusammenpacke. Aus Berlin, sage ich. Aber natürlich reicht es in Berlin-West als Erklärung nicht aus. Aus der Hauptstadt der DDR, füge ich hinzu. Ohne eine Regung zu zeigen, starrt er mich an. Ich will es gerade lauter wiederholen, als er langsam und genüsslich, als lutschte er jede Silbe wie ein Bonbon, aus der Hauptstadt der DDR, wiederholt, aus der Hauptstadt. Und nach einer kurzen Pause, in der er weiterkaut und zugleich mit dem Mund nach Luft schnappt, er kommt aus der Hauptstadt. Ich nicke, aus Berlin-Treptow. Irgendeine Erinnerung scheint ihn zu überwältigen. Hat er Tränen in den Augen? Lacht er? Es ist tatsächlich ein Lachen, das von ihm Besitz ergreift. »Nicht mehr viel los mit deiner Hauptstadt, was?« brüllt er und lacht lauthals, als sollte ich auch noch den letzten der schwarzen Stummel in seinem Mund sehen und den Brotmatsch mit Bierschinken dazwischen. Eine Träne sucht sich ihren Weg über seine Wange. »Nichts los ist, aus mit der schönen DDR!« Er muss furchtbar husten. Brotkrümel fliegen umher. Ich bleibe ruhig, auf Provokation bin ich vorbereitet, obwohl sie mich von jemandem wie ihm, der offensichtlich ein Proletarier ist, enttäuschen. Doch das kapitalistische System hat ihn bereits derart erniedrigt, dass er zum Lumpenproletarier herabgesunken ist, der sich für alles hergibt, auch wenn er damit seine eigenen Interessen verrät. Aber ich will nicht voreingenommen sein und ihn als Gegner abstempeln. Ich muss ihn historisch begreifen, als Produkt dieser Gesellschaft und ihm klarmachen, wer seine wahren Feinde sind. Deshalb bleibe ich sitzen. Er schiebt sich den Rest der Bierschinkenhälfte in den Mund und wischt sich mit dem Rücken der freien Pranke über die Lippen. Was hast du dir gekauft für deinen Begrüßungshuni, hä? Ich habe mir nichts gekauft, sage ich. Nichts gekauft gibt's nicht, kaufen alle hier. Was soll ich denn kaufen, frage ich. Bei euch gibt's ja nichts, deshalb kommen sie ja alle. Bei uns gibt's genug, sage ich. Immerhin haben sie gerade ein Brot mit Butter und Bierschinken gegessen. Das ist ja wohl nicht nichts, wie sie sagen. Oh, bist du sauer? Soll ich fein Danke sagen, Pfötchen geben? Willst du wieder? Er hält mir die obere Hälfte hin. Nein, ich habe ihnen mein Brot gern gegeben. Ich sage nur, dass das nicht nichts ist, wie sie behaupten. Er sieht mich wieder an. Wenn du nichts kaufst, kannst du ja mir geben. Was soll ich ihnen geben? Ein Begrüßungshuni, sowas Feines hätte ich auch gern mal. Tut mir leid, aber ihre Landeswährung will ich nicht. Nicht abgeholt? Da können die lange drauf warten, dass ich das abhole. Eine Weile schweigen wir. Ihm fehlen die Schnürsenkel an den Schuhen und Strümpfe sehe ich auch keine. Wollte ich nicht beleidigen, sagt er dann beinahe freundlich und beißt in die dünn mit Butter bestrichene Hälfte. Schönen Dank auch für die Stulle. Wenn du das nicht machst, kannst du ja für mich machen, so ein feiner Huni. Können Sie von Ihrer Rente nicht leben? Was denn für eine Rente? Fragt er und glotzt mich an. Welch dummer Fehler von mir. Offenbar sieht er wesentlich älter aus, als er tatsächlich ist.
Ich will ihn schon nach seiner Arbeit fragen, beherrsche mich aber gerade noch rechtzeitig, als mir einfällt, dass es hier ja Arbeitslosigkeit gibt und ich ihn damit ein weiteres Mal beschämen würde. Was? Fragt er, obwohl ich gar nichts gesagt habe. Wie viel gibt's denn hier für das Thilo Altpapier? Ich deute auf seinen Karren, an dessen Rand etliche Zeitungen stecken. Versteht er meine Frage nicht? Ich erkläre ihm, dass bei uns das Thilo Zeitungen 15 Pfennige bringt, für Flaschen und Leser jeweils 5. Am meisten fahre ich fort, bringt Schrott, aber den gibt's kaum noch, der ist immer schnell weg. Zeitungen und Leser gibt's überall. Kannst du mir nicht den Huni holen? Fragt er. Nein, sage ich, das darf man nicht machen, das ist ein Trick. Es wird von ihren Steuergeldern bezahlt, kommt aber nur den Geschäftsleuten zugute und soll unseren Bürgern den Kopf verdrehen. Dreimal Nein, muss jeder da sagen. Was bist denn du für ein Vogel, sagt er vor sich hin. Meine Argumentation hat ihn nicht überzeugt. Die jahrzehntelange Kopfwäsche durch die Presse seines Landes hat ihm offenbar jeden klaren Gedanken ausgetrieben. Doch statt enttäuscht oder beleidigt zu sein, sollte ich einfach besser argumentieren. Ihm von unseren revolutionären Umgestaltungen zu erzählen, davon, dass wir die Macht, die uns auf dem Papier schon gehörte, uns jetzt tatsächlich nehmen, hieße, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Wissen Sie, was wir machen, sage ich. Ich werde Ihnen jetzt 20 Mark schenken. 20 Mark der Deutschen Demokratischen Republik. Ich hole mein Portemonnaie hervor, froh, so schnell eine überzeugende Lösung gefunden zu haben. Tatsächlich stecken noch 2 Zehner drin. Ich reiche sie ihm. Soll ich ihn damit? Fragt er. Damit können Sie in der DDR einkaufen gehen. Sie werden staunen, was Sie dafür alles bekommen. Auf diese Art und Weise lernen Sie ganz praktisch, dass es bei uns nicht nur nicht nichts gibt, sondern dass das, was Sie nichts nennen, ganz schön viel mehr ist als hier, wo 20 Mark Ihrer Landeswährung im Vergleich dazu nichts sind. Er begreift immer noch nicht, obwohl ich mich doch in seiner Sprache klar ausgedrückt habe. Bitte, dränge ich ihn, probieren Sie es. Ich garantiere Ihnen, für 20 Mark unserer Republik erhalten Sie 3-mal so viele Lebensmittel wie für denselben Betrag Ihrer Landeswährung. Langsam streckt er seine Hand aus und greift nach den Zehnern. Das ist Clara Zetkin, erkläre ich, während er die Scheine betrachtet. Er reicht sie mir zurück, aber nun nehme ich sie nicht mehr. Machen Sie sich keine Gedanken, sage ich und winke ab. Ich bin Maurer und verdiene mehr als genug. Wenn Sie bei uns bleiben wollen, weil wir das Recht auf Arbeit verwirklicht haben und auf kostenlose medizinische Versorgung, wenn also Ihre Zähne in Ordnung gebracht sein werden und Sie eine Arbeitsstelle gefunden haben, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass es diese 20 Mark gewesen sind, die Ihr Leben verändert haben. Bei uns wird jeder gebraucht. Auf Wiedersehen. Ich stehe auf und halte ihm zum Abschied die Hand hin. Er braucht eine Weile, bis er seine Rechte erhoben und zu meiner buxiert hat. Sie ist klebrig. Trotzdem drücke ich sie fest und lange. Er soll wissen, wer seine wahren Verbündeten sind. Ja, die Arbeiterklasse unter sich, so wie Peter Holz glaubt in diesem Moment, ein sehr komisches Stück, wie zwei Welten aufeinander prallen. Da, clasa muncitoare împreună, așa cum crede probabil Peter Holtz, două lumi care pur și simplu se, putem spune, colidează una cu alta. Ja, wir haben ja auch unser Publikum hier und ich mache nochmal den üblichen Aufruf, wie in jeder unserer Veranstaltungen. Sie können also gerne Fragen, Kommentare bei Facebook Live posten und wir werden die gleich in die Diskussion, falls es sie gibt, ein bisschen einbinden. Sigur, de acum noi suntem deschiși, suntem pregătiți să luăm și întrebări din partea publicului, din partea privitoarelor noastre. Așteptăm așadar întrebări, le puteți pune pe chat în live-ul acesta și vom încerca pe cât posibil să răspundem la aceste întrebări. Ja, Ihr Roman Peter Holtz hat ja eine schon auch eine klare Botschaft, dass so wie es jetzt läuft, also bis 1998, da endet eigentlich der Roman, dass das vielleicht nicht die beste der Welten ist.
Da, romanul dumneavoastră are un mesaj practic destul de limpede, cel puțin până la momentul 1998 când își încheie acțiunea, că direcția în care mergem, felul în care lumea se mișcă în prezent nu ne duce neapărat la cea mai fericită viață. Sie haben auch in den letzten Jahren ein paar kritische Aufsätze auch in Zeitungen geschrieben. Ați scris în ultimii ani și câteva articole critice în ziare? Was muss sich ändern in Deutschland und in der Welt, Herr Scholz? Ce ar trebui să se schimbe în Germania și în lume, domnule Schulze? Nee, das Interessante beim Peter Holz ist ja, dass der gar keine Obdachlosen kennt. Der versteht gar nicht, wen er da vor sich hat. Und ich muss schon sagen, wenn ich durch Berlin gehe oder durch eine andere deutsche Großstadt, finde ich das schon beklemmend, dass man eigentlich kaum eine Wahl hat. Man ist eigentlich immer mit Obdachlosen konfrontiert. Und das finde ich natürlich für eine Gesellschaft beschämend. Also wenn es möglich wäre, dass niemand Angst hat, auf der Straße zu landen, das wäre schon mal eine sehr viel bessere Welt. Und das müsste eigentlich einfach möglich sein. Jedenfalls bin ich in einer Welt aufgewachsen, an der es viel zu kritisieren gibt, aber das hatte sie immerhin geschafft. Ceea ce este interesant la personajul acesta, Peter Holtz, pur și simplu el nu înțelege că, ce sunt comunitarii, ce sunt oamenii străzii, el are lipsește această informație și trebuie să mărturisesc că și eu de câte ori vin, de exemplu, și mă plimb prin Berlin și întâlnesc oamenii străzii pe jos, mi se pare puțin inhibator, adică consider că este rușinos pentru o societate să ți se facă frică pe stradă sau, de fapt, cred, ar trebui o societate, pentru o societate sănătoasă să fie posibil să asigure faptul că dacă ești pe stradă nu ți este frică. Also ich will jetzt hier nicht zum Weltenprediger werden, aber natürlich müssen bestimmte Bereiche meiner Ansicht nach dem sozusagen privatwirtschaftlichen, ökonomischen Gewinnstreben entzogen werden oder strikt kontrolliert werden. Also wir haben in Deutschland und insbesondere in Berlin spitzt sich das sehr zu mit den Wohnungen. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die das Pech haben, nicht zu erben, oder nicht viel zu erben und die wissen bald nicht mehr, wie sie in Berlin wohnen sollen. Eu acum sigur nu vreau să mă erigez aici ca un predicator a lucrurilor care trebuie să se schimbe în această lume, dar cred că anumitor sectoare economice în țările capitaliste ar trebui să li se ia puțin, tocmai pentru a asigura, pentru că problema aceasta a locuințelor, ea se acutizează și în Germania este această problemă, adică pur și simplu sunt foarte mulți oameni care nu au unde să locuiască și mai este și problema cu moștenirile. Ich habe das nicht so richtig verstanden mit dem Erben. Wie weit ist das ein Problem mit den Erben? Nein, wer heute keine Eigentumswohnung hat, wer nicht Geld geerbt hat, hat es schwierig, sozusagen sich in Berlin zu halten. Das wird immer prekärer. Da, cine nu a moștenit practic o locuință, de exemplu, în Berlin, sau nu a moștenit o sumă din care să-și poată cumpăra o locuință în Berlin, are o situație din ce în ce mai precară. Es war ja vielleicht das als einziges Beispiel möchte ich noch sagen, das hat auch mit dem es kommt auch im Buch vor, es gab ja oft den Vorwurf, die Ostdeutschen hätten so gewählt, dass sie jetzt die Banane bekommen. Also die Banane wurde zum Sinnbild des Wohlstandes. Ca singur exemplu din carte, aș vrea să menționez că există acest reproș că germanii din Est și-ar fi ales banana. Aceasta devine un fel de simbol. Und da fühlten sich natürlich viele oder die meisten Ostdeutschen beleidigt davon und es gab einen Streit pro und contra.
Mulți germani din urmarea acestui lucru, acestui fapt, mulți germani din fosta RDG s-au simțit ofensați și a existat un schimb de replici pro și contra. Aber eigentlich haben alle so getan, als würde die Banane am Rhein oder an der Mosel wachsen, als wäre es ein Produkt, das aus Westdeutschland kommt. Însă toți s-au comportat ca și cum aceste banane ar crește undeva în Republica Federală, pe Rin sau pe Mosel. Ich selbst habe mir damals da auch nicht keine Gedanken drüber gemacht. Nici eu pe atunci nu mi-am pus problema de unde vin aceste banane. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war es plötzlich der Anspruch, sozusagen zum reichen Norden zu gehören, zum westlichen Norden und sich die Schätze der Welt relativ preiswert verfügbar zu machen. Însă, în scurt timp, am avut această pretenție să aparținem bogatului nord al Europei și să dispunem de toate comorile, de toată bunăstarea disponibilă în Europa, Europa de Nord. Und ich hoffe nicht missverstanden zu werden. Ich meine das nicht zynisch, aber der Osten war gezwungen, wir waren gezwungen, unseren Dreck selbst zu schlucken. Heute können wir das outsourcen. Und also es ist sozusagen wirklich ein Problem, dass unser Alltag aufs Engste mit der Welt verbunden ist. Und wir sozusagen, auch wenn wir uns vorbildlich verhalten mit unserem Way of Life, letztlich dazu beitragen, dass diese Welt immer ein Stückchen mehr in den Abgrund rückt. Ja. Nu aș vrea, desigur, nu aș vrea să fiu înțeles greșit. Noi, de exemplu, în Est, a trebuit să ne înghițim așa propriile noastre resurse. Astăzi recurgem foarte ușor la acest outsourcing. Dar ce idee m-a preocupat pe mine multă vreme este aceasta că cotidianul nostru, ceea ce consumăm, e legat de, sau ar trebui să fie legat de lumea în care trăim și lucrul acesta să nu fie învăluit în ceva. Ja, wir haben eine Frage. Avem și o întrebare din public? Die wir mal stellen wollen. Ein Kommentar und Anker, du findest ihn auch von Madelina Spinaro. Ein Kommentar und eine Frage von mir. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Roman und der Erschaffung einer so interessanten. Echter Erfolg, denn die Geschichte aus Ihrem Roman Theater inszeniert. Dies ist wohl nicht das erste Buch, das als Theaterstück inszeniert wurde oder wird, oder? Gibt es noch andere? Un comentariu și o întrebare. Vă felicit pentru acest roman și pentru crearea acestei foarte interesante figuri, acestui personaj foarte interesant. Cartea este un adevărat succes pentru că istoria acestui roman, povestea din roman, a fost înscenată în Germania. Dar aceasta nu este prima carte pe care o concepeți, o înscenați ca pe o piesă de teatru, adevărat? Ich hatte das Glück, dass die letzten Bücher alle aufs Theater gekommen sind, aber auch Adam und Evelyn, das ist ja auch ins Rumänische übersetzt, oder Simple Stories. Und jetzt ist gerade ein Buch erschienen mit drei Erzählungen. Und aus dieser ist eine Erzählung daraus schon vor etwa 10 Jahren auch auf die Bühne gekommen. Also das ist für mich ein großes Glück, aber manchmal tut's auch weh. Kommt immer auf den Regisseur dann an oder auf den, der das umschreibt, für das Theater adaptiert, ja. Da, într-adevăr, mai multe cărți de ale mele au ajuns să fie și piese de teatru. Chiar concret pot să numesc Adam și Evelyn, Simple Stories. Da, într-adevăr, depinde desigur și de cum își face treaba un anume regizor. Ja, ich sehe, Monika hat eine Frage, die kann sie aber, weil sie hier auf dem Schirm ist, kann sie selber stellen. Ja, tatsächlich.
Sie haben gestern über Ihre Beziehung mit den Lesern gesprochen, und zwar Lesern aus Osten und Westen. Ați vorbit despre relația cu cititorii din Est și din Vest. Welche Reaktionen haben Sie in Erinnerungen und warum fühlen Sie sich besser von Lesern aus Osten verstanden? Naja, ich habe natürlich den Eindruck, dass beispielsweise in Osteuropa man manches eher versteht. Also wenn Peter Holz sagt, wir müssen alle lernen, wir dürfen nie aufhören zu lernen, dann hat man, glaube ich, im Ostblock sofort im Kopf, Lenin lernen, lernen und nochmals lernen. Vielleicht das erstmal. Da, întrebarea era și de ce oare am impresia că vă simțiți mai bine înțeles de către cititorii din Est. Da, sigur, toți, când personajul spune toți trebuie să învățăm, niciodată să nu încetăm să învățăm, sigur că cei din Est își amintesc de lecțiile lui Lenin, că trebuie mereu să învățăm și să nu încetăm să învățăm. Andererseits muss man das nicht wissen, um zu verstehen, dass da ein sehr altkluges Kind spricht. Însă trebuie să totodată să nu uităm că aici vorbește un copil care este un copil înțelept, ein altkluges Ja, copil, schwer auch zu übersetzen. copil, un copil, un copil maturizat înainte de vreme care. Und manchmal ist es auch, kann, wenn einem der Hintergrund eines Buches vertraut ist, kann das auch beim Lesen stören. Ich habe oft, also nicht so selten erlebt, dass jemand zu mir kam nach einer Lesung und erzählte mir mit leuchtenden Augen eine Szene, wo ich sagte, die steht aber nicht in meinem Buch. Sigur că atunci când citești, dacă ai contextul cărții, ai și o altă experiență de lectură. De exemplu, poate să fie iritant la citit un anume pasaj. De exemplu, nu mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat că au venit oameni la mine după ce am avut o lectură publică și cu ochii foarte înflăcărați și îmi povesteau anumite scene, dar eu nu mi-aminteam să le fi scris în carte. Also da hat etwas in dem Buch eine Szene ihn oder sie an etwas in ihrem eigenen Leben erinnert. Und das hat sich eigentlich zwischen das Buch zwischen das Buch und sie oder ihn geschoben. Und ich denke ja, wir lesen heute Bücher, die sind in Japan geschrieben oder sie sind 2000 Jahre alt oder also ich denke, wenn etwas Literatur ist, dann habe ich die Hoffnung, dass das jede und jeder verstehen kann, dass man manchmal etwas nachgucken muss, dass manche Nuancen verloren gehen. Das ist normal, aber ein Buch, davon bin ich überzeugt, kann durch die Übersetzung auch besser werden. Da, și mai este și acest aspect că noi atunci când citim, putem, de exemplu, să citim cărți a căror acțiune se întâmplă în Japonia sau cărți a căror acțiune se petrece acum 2000 de ani, ceea ce probabil este un fapt real este că fiecare înțelege și ceva din propria poveste atunci când citește și cumva asta joacă de asemenea un rol important în actul lecturii, în experiența aceasta de citit. Vielleicht so viel, ich kann da noch lange erzählen. Ja, also ich kann als westdeutscher Leser dazu sagen, dass ich aus den Büchern von Ingo Schulze immer viel über die DDR gelernt habe und das immer sehr interessant fand, diese Perspektive und ja, und auch die Andersartigkeit dieses Teils Deutschlands in einer Weise erklärt zu bekommen, wie es mir aber auch einleuchtet. Ja, also eben besser als in einem Geschichtsbuch, eben in einem Roman. Eu, ca cititor vest-german, pot să mărturisesc că am învățat foarte mult prin lectura acestei cărți despre fosta RDG,
prin perspectiva pe care mi-o oferă cartea, am învățat despre să văd altfel, să văd mult mai profund alteritatea acestei părți a Germaniei și de aceea consider că este o carte foarte utilă, foarte plăcută, o lectură foarte interesantă. Ich hoffe, dass wir unseren Zuschauern ein bisschen Lust gemacht haben, entweder auf Deutsch oder auf Rumänisch dieses Buch zu lesen. Sper din suflet că am deschis apetența cititorilor noștri de a citi această carte. Also es ist nicht nur lehrreich, um es mit Lenin zu sagen, ja, sondern es ist vor allem auch sehr amüsant. Das kann ich als Leser, der ich immer wieder nicht nur schmunzeln, sondern manchmal auch wirklich kichern musste bei der Lektüre, kann ich sagen, es ist ein Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Pot să vă asigur ca cititor că nu este doar o carte plină de învățăminte din care îți extragi informații sau istorie, ci este și deosebit de amuzantă. Adesea m-am prins chicotind în actul lecturii mele. Deci este o lectură absolut plăcută. In diesem Sinn freuen wir uns drauf, den Herrn Schulze nächstes Jahr hoffentlich, irgendwann wird es klappen, bei uns zu haben. În acest sens, sperăm din suflet să-l avem pe domnul Schulze la anul alături de noi. La un moment dat, cu siguranță, se va întâmpla, va funcționa. Va fi și în apropiere de noi, în apropiere fizică, să putem să-l atingem. Das würde mich auch sehr freuen. Also ich werde alles tun, um zu kommen. Und ich glaube, wir seit 4 oder 5 Jahren sind Madalina und ich im Kontakt und einmal muss es klappen. Voi face tot ce pot, vă asigur că avem deja aproape 4 sau 5 ani de când alături de Madalina încercăm să ajungem în Iași. Für den rumänischen Wein werde ich sorgen. Pentru vinul românesc voi avea o grijă, mă voi asigura să fie disponibil. Bedanken wir uns bei allen Beteiligten, natürlich besonders bei Ingo Schulze für heute Abend. Doresc să adresez mulțumirile mele călduroase la toți cei care au participat, mai ales domnului Ingo Schulze. Und natürlich bei unseren Partnern, dem Goethe-Institut, dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, der Humboldt-Universität und dem Büchercafé Erasmus und natürlich dem Nationalmuseum für rumänische Literatur in Iași, unserem Hauptpartner hier vor Ort. De asemenea, doresc să adresez mulțumirile mele tuturor partenerilor noștri, Institutului Goethe, Institutului de la München pentru studierea sud-estului Europei, Muzeului Literaturii, Cafenelei Librării Erasmus, Universității Humboldt. Tuturor doresc să adresez mulțumirile noastre călduroase că sunt alături de noi. Und wir sehen uns bald wieder mit dem Schriftsteller Volker Kutscher in wenigen Wochen. Der Termin wird Ihnen dann wie immer über die Kanäle, die Sie verfolgen, sonst wären Sie nicht live heute dabei, wird Ihnen der nächste Termin dann auch bekannt gegeben. In diesem Sinne einen schönen Abend, schöne Zeit. Und wenn Sie Lust haben, können Sie auf YouTube das später dann ein Video dieser kleinen Veranstaltung, dieses Gesprächs sich nochmal anschauen. La revedere. Ne revedem în curând pe canalele noastre convenționale. Dacă nu le-ați ști, nu ați fi aici prezenți. Deci veți primi de asemenea și înștiințarea cu privire la următoarea noastră întâlnire, la următoarea ediție a seriei Atenție Literatură. Și aceasta va avea ca invitat pe Volker Kutscher. Prin urmare, ne bucurăm să ne revedem și atunci. In diesem Sinne, tschüss. La revedere, pa. La revedere.